Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch eine kleine Inspiration geben, was ihr mit den Schalen von Orange, Limette und Zitrone machen könnt. Ich hatte vor einiger Zeit bei einem guten Freund in den Kühlschrank geschaut und habe da drei Gläschen entdeckt mit einem Abrieb, sogenannten Zesten von Orange, Limette und Zitrone. Und es duftete auch ganz gut in dem Kühlschrank und unser guter Freund meinte, dass er sehr gern diese Zesten im Kühlschrank aufbewahrt. Die halten sich da auch eine Weile und dann verwendet er sie für verschiedene Speisen. Also bevorzugt für Salate, da gibt er einfach so ein bisschen Zeste von Orange, Limette und Zitrone dazu. Und diese Zesten, die kann man ja ganz vielfältig verwenden. Ich habe auch kürzlich für meinen Ältesten einen Fruchtshake zubereitet, den er schon seit ein, zwei Jahren sehr gerne trinkt. Und in diesen Shake habe ich eben auch so ein paar Zesten von Orange, Limette und Zitrone hinzugefügt und es hat ihm sehr gut geschmeckt. Da kommt nochmal so ein schönes Aroma, so eine schöne Komponente in die Speisen. Auch für Energiebällchen oder eben für Salate oder auch für warme Speisen, auch zur Dekoration, kann man diese Zesten von Orange, Limette und Zitrone sehr gut verwenden. Ich zeige euch jetzt als nächstes, wie wir diese Zesten herstellen und welches kleine Gerät wir dafür verwenden. Für die folgenden Aufnahmen habe ich unseren lieben Mitbewohner, den Henry, versklavt, genau, um Hilfe gebeten. Und ihr seht hier eine große Orange, eine Zitrone und eine Limette. Alle drei Früchte habe ich jetzt mit warmem Wasser gewaschen, gut abgerieben. Und jetzt zeigt der Henry mal, wie man solche Zesten abzieht. Mit einem, das ist hier so ein Zestenschäler aus Edelstahl. Der hat hier vorne genau so eine Vorrichtung, kann man es glaube ich nicht so gut erkennen. Kann man ganz gut oben, genau am besten oben oder unten an einer Orange hier ansetzen und mit Druck, ein bisschen mit Druck, kann man dann so Zesten ziehen. Genau, das kann man dann ringsrum machen. Das Gute ist, dass man wirklich nur die reinen farblichen Teile der Schale abschält. Kann man sich auch super die Haut selber damit abschälen, wenn man nicht aufpasst. Weil in der weißen Schicht unten drunter befinden sich ja auch Bitterstoffe. Was sagst du, sind die gesundheitlich gut? Die Bitterstoffe von Orange, Zitrone, was denkst du? Ja. Aber manche mögen ja nicht dieses Bittere. Für manche Speisen ist es vielleicht nicht so förderlich, wenn da noch so ein bitterer Geschmack kommt. Mit diesen Zesten kann man eben sehr gut Speisen aromatisieren. Na, ist dir wohl zu viel, die ganze Orange zu machen? Ach, soll ich die ganze machen? Nein, nein. Das ist ja nur so zu Demonstrationszwecken. Genau, okay, gut. Sehr schön gemacht. Kann man auch längere, du hast auch jetzt längere Zesten gemacht. Mhm. Man kann auch nur kurz ansetzen und kürzere Zesten machen. Das ist je nachdem, wie man das so braucht. Genau, manche wollen ja dann eher so kleinere Stücke haben. Je nachdem, was man dekorieren will fürs Aromatisieren, ist es wahrscheinlich nicht so, oder ist es wahrscheinlich egal, wenn man das irgendwie mitmixt. Genau, wenn man das in einem Smoothie mixt, ist es dann auch egal, ob das kurze oder lange Zesten sind. Weiter zur Zitrone. Für was würdest du sowas verwenden, Henry? Ich würde es, glaube ich, nehmen für Dekorationszwecke. Mhm. Und ich glaube auch, dass man da, wenn man zum Beispiel sich ein Eis herstellt, ein Bananeneis zum Beispiel. Oh, mit Zitronen oder mit Limettenzesten. Ich ja, bin so ein und dann die Zesten mit dazu machen. Oder zum Beispiel ein Smoothie, kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Oder was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist einfach, wenn man zum Beispiel gerne Wasser trinkt, das vielleicht auch über Nacht ins Wasser mit reinlegen und dann hat man am nächsten Tag dann auch so ein aromatisiertes Wasser. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Entsaftest du, machst du eigentlich Säfte mit Zitrone oder so? Manchmal? Ja, grüne Säfte, da mache ich dann entweder Limette rein oder Zitrone, ja. Genau, da kann man ja vorher auch, bevor man diese Zitrone oder Limette für das Entsaften verwendet, kann man ja auch dann die Schale so verwenden und dann kann man alles super aufbrauchen. Oh, Zitrone hat auch sehr einen guten Duft. Oh, das erinnert mich an so ein reines ätherisches Öl, was ich sehr mag. Also es riecht hier wirklich fantastisch. Mm. Ich hoffe ja, dass es irgendwann mal YouTube mit Geruch gibt. Geruchstub. Ja, genau. Also so sehen dann die Zesten frisch aus. Und diese Zesten, die stehen jetzt schon seit ein paar Tagen im Kühlschrank. Die sind dann auch nicht ganz so weich. Also die sind hier ganz weich und die sind ein bisschen trockener. Aber die halten sich wirklich ganz gut. Und die riechen auch noch ganz aromatisch. Gut, und jetzt noch die Limette. Das sind auch schöne Farben, orange, gelb, grün. Das sind eigentlich alles meine Lieblingsfarben.
mir auch noch sehr gut vorstellen, wenn man sich so Suppen herstellt zum Beispiel. Mhm. Da könnte ich es mir auch noch sehr gut vorstellen. Da hat ja auch ein guter Freund, der Markus, hat mal so eine schöne Thai-Kokossuppe gemacht. Ja, für einen Potluck, ich kann mich erinnern. Und da ist es dann natürlich auch sehr genial. Der Tipp hier stammt übrigens auch von dem Markus, von dem kommt. Ach stimmt, ja, genau. Mit dem habe ich das ja im Kühlschrank entdeckt. Dann passt das sehr gut. Mhm. Liebe Grüße an den Markus. So, super. Genau, so sieht das aus. Man muss ein bisschen Druck aufwenden, aber eigentlich geht es doch ganz leicht, oder? Ja. Wenn man das dann einmal ein paar Mal gemacht hat. Ich habe es heute auch zum ersten Mal gemacht, also dafür... Hast dich gut angestellt. Ja. Guter Sklave. Vielen lieben Dank. Genau, guter Sklave. Ich verwende einen Zestenschneider von WMF. Ihr findet den Link dazu unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Jetzt kommt ja auch wieder die Zeit, wo die Menschen wieder mehr Orangen essen, wo es auch wieder gute Orangen im Handel gibt. Und mit dieser Methode, mit diesen Zesten, kann man eben einen Teil der Orangenschalen weiterverwenden und verschiedene Speisen damit aromatisieren. Es gibt auch ein tolles Rezept von Deine Ernährung, so ein Ingwer-Kurkuma-Shot mit Orangen und Zitronen. Und das ist auch ein sehr, sehr leckerer Saft, den ich mir gerade im Winter auch ab und zu presse. Ich verlinke euch das Rezept von Deine Ernährung unter diesem Video. Limetten verwende ich zum Beispiel gern, wenn ich mir Säfte presse aus Karotte und rote Beete. Dann gibt es nochmal was Grünes dazu, entweder Mangold oder Grünkohl und dann auch noch etwas Limette. Und bevor ich dann diese Früchte presse, also diese Zitrusfrüchte, dann verwende ich eben so einen Zestenschäler und schäle die Schale ab und dann verwende ich einfach die Früchte ganz normal wie sonst auch, aber habe noch was davon, indem ich die Schalen eben im Kühlschrank aufbewahren kann. In meinem E-Book Dürren leicht gemacht habe ich auch beschrieben, wie man Abrieb von Zitrone und Orange auch im Dürrgerät bei schonenden 30, 35 Grad trocknen kann. Wer kein Dürrgerät hat, der kann eben jetzt diese Kühlschrank-Variante verwenden. Die Zesten, die riechen auf alle Fälle noch aromatisch, auch wenn sie so ein bisschen offen im Kühlschrank stehen, aber sie werden dann so ein bisschen härter. Also sie halten auf alle Fälle eine ganze Weile im Kühlschrank, können immer wieder dann für verschiedene Speisen verwendet werden. Man kann eben regelmäßig die Gläschen oder Döschen, die man eben dafür verwendet, im Kühlschrank dann immer wieder befüllen, wenn man regelmäßig Zitronen, Limetten oder Orangen für seine Ernährung verwendet. Was haltet ihr von der Idee, die Schalen von verschiedenen Zitrusfrüchten so wie wir aufzubereiten, sie länger im Kühlschrank aufzubewahren, um damit verschiedene Speisen zu aromatisieren bzw. zu dekorieren? Handhabt ihr das auch so und welche Gerichte verfeinert ihr mit diesen Zesten von Zitrusfrüchten? Ich freue mich über einen regen Meinungs- und Gedankenaustausch unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Alles Liebe.